Ach ja, in einem Monat wird Pokémon Mond und Sonne herauskommen. Deshalb wird es Zeit für ein Yu-Gi-Oh! Kleiner Scherz, es wird wieder Zeit für Pokémon. Und deshalb gibt es für euch heute Part 3 der stärksten Pokémon vom zufälligen Typ. Heute ist die Nummer 5 dran. Das ist der Typ Käfer. Viel Spaß! Wie immer sind Mega- und legendäre Pokémon vom Ranking ausgeschlossen. Wie im echten Leben sind auch Käfer-Pokémon in den Pokémon-Spielen ziemlich lässig und schwach. Aber es gibt auch starke Käfer-Pokémon und diese starken Käfer-Pokémon zeige ich euch jetzt. Wir beginnen direkt mit Platz 10. Bibor. Bibor ist ein Vorbild-Pokémon vom Typ Käfer und Gift. Es hat allerdings mit vergleichsweise anderen Pokémon-Typen niedrigere Werte, nämlich 395. Aber für Käfer-Pokémon ist das relativ gut. Es hat einen hohen Angriffswert, aber sonst sind sie relativ ausgewogen. Sein Movepool ist auch okay. Es entwickelt sich halt sehr früh und das macht es relativ gut, da man ab Level 10 direkt schon ein Pokémon mit einem 90er Angriffsbasis hat. Weiter mit Platz 9, Potrott. Potrott ist für viele Augen nutzlos, aber es hat die höchste Verteidigung und Spezialverteidigung von allen Nicht-Mega-Pokémon, nämlich 230. Oh mein Gott, 230. Das ist stärker als eine Mauer in Clash of Clans auf Level 13. Wow, was für ein Vergleich. Leider sind die anderen Werte erbärmlich. Man könnte es als Tank verwenden mit Toxin und Schutzschild und Tarnsteine, sodass der Gegner immer mehr Schaden nimmt. Oder man kann seine Werte mit Wertewechsel vertauschen. Dann ist er ein ultra starker Angreifer. Die Entscheidung liegt bei euch. Platz 8. Janmega. Janmega ist ein starkes Pokémon vom Typ Käfer und Flug und mit einer Basis von 515, welches sehr gut für ein Käfer-Pokémon ist. Es hat die Fähigkeit Temposchub, sodass es jede Runde schneller wird. Und das ist super. Zusätzlich hat es einen guten Movepool und einen sehr hohen Spezialangriff. Ein sehr starkes Käfer-Pokémon. Ihr müsst was mit der Initiative anfangen, wie zum Beispiel eine Attacke wie Elektroball. Leider kann es kein Elektroball erlernen. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Fangt was mit den Werten an, die sind nämlich ziemlich gut. Platz 7, Cavalanthas. Cavalanthas ist ein Käferstahl-Pokémon mit den Typen Käfer und Stahl. Wow! Es hat eine Basiswertsumme von 495 und seine KP sind sehr hoch für ein Käfer-Pokémon. Allerdings ist seine Initiative verdammt niedrig, nämlich nur 20. Sodass man am besten mit Bizarro rumarbeiten sollte, damit es mal zuerst anfällt. Aber ansonsten ist es ein ziemlich solides Pokémon. Platz 6, Ninja Turm. Ninja Turm ist ein ziemlich interessantes Pokémon. Es hat keine guten Werte, es hat keine guten Attacken. Aber seine Fähigkeit gleicht alles aus, nämlich Wunderwache. Wunderwache bewirkt, dass nur sehr effektive Attacken Schaden machen, sonst keine. Also jede sehr effektive Attacke ist eine One-Hit-Attacke, da Ninja Turm nur ein KP hat. Also die Attacken vom Typ Feuer, Stein, Geist und Licht und Flug. Passt auf diese Attacken auf, dann ist alles gut. Was ich aber komisch finde ist, dass Ninja Turm eine Verteidigung hat. Ich meine, wenn man eh nur ein KP hat, dann braucht man ja keine Verteidigung. Das ist also total unnötig. Platz 5, Amaldo. Amaldo ist eines der wenigen Pokémon, die Käfer als sekundären Typen hat. Außerdem hat es relativ hohe Basiswerte von 495, die besonders in der Verteidigung hoch sind, und einen guten Movepool, der im Steinbereich liegt, mit Steinpolitur und Steinkante. Alles in einem ist von den Werten her auch ein besserer Bibor. Platz 4, Scarabon. Scarabon ist nicht nur eines der stärksten Käfer-Pokémon, sondern auch eines der stärksten Kampf-Pokémon. Es hat zwar nicht auf die Liste geschafft, aber es war circa Platz 15.
Es hat eine Basiswertsumme von 500, einen sehr starken Kampf- und Käfer-Move-Pool und es hat die Basiswerte von Anfang an, da es sich nicht weiterentwickelt und auch nie weiterentwickelt hat. Dieses Pokémon kam fast auf Platz 3, aber das hat sich ein ähnliches Pokémon geschnappt, nämlich... Platz 3, Pinsir. Das einzige, was Pinsir noch besser macht als Grabon, ist die Tatsache, dass es einen höheren Angriff hat als es und deshalb seinen Kampf attacken noch mehr reinhauen. Außerdem sieht es super stark aus. Ich liebe Pinsir. Aber da gibt es ja noch ein Pokémon in diesem Trio, nämlich Platz 2, Cherox. Cherox ist die einzige Weiterentwicklung, die die gleichen Basiswerte hat wie seine Vorentwicklung. Aber das ist nicht schlimm, da sie besser verteilt sind als bei sich noch. Außerdem hat es die Typen Käfer und Stahl, was ziemlich cool ist. Und es hat einen besseren Movepool als die anderen. Cooles Pokémon. Aber Platz 1 geht natürlich an... Ramot, du hast dir Platz 1 redlich verdient. Du entwickelst dich erst ab Level 59, aber es lohnt sich. Es hat eine Basiswertsumme von 550, oh mein Gott, das ist so viel. Außerdem hat es im Bereich Spezialangriff einen Wert von 130. Es hat den besten Attack-Move-Pool von allen Käfer-Pokémon. Ich meine, schaut es euch an. Es ist einfach super. Ramot, du bist der Beste. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und dann sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Das wird wahrscheinlich jetzt für Let's Play sein. Bis dann und ciao.